Drei Dinge bringen dich zu Allah Ta'ala, dass er da ist und dass er existiert. Dein Kopf, dein Verstand, deine natürlichen Veranlagung, seine Worte natürlich, das ist für die Muslime, aber für Nicht-Muslime, dein Verstand führt dich zu Allah. Deine natürliche Veranlagung führt dich zu Allah, sowie auch dein Gefühl führt dich zu Allah. Erstmal den Verstand. Kein vernünftiger Mensch würde uns sagen oder würde behaupten, diese Flasche, wir waren alle da. Und diese Flasche war nicht da. Auf einmal war sie da. Ja, siehst du, wir lachen. Der Junge sogar. Der Kleine lacht darüber. Der Kleine lacht darüber. Deswegen, nichts schafft gar nichts. Das ist ein wissenschaftlicher Ansatz. Bei den richtigen Naturwissenschaftlern. Nicht die Naturwissenschaftler, die einen Hass gegenüber Religion haben, weil das mit einer bestimmten Vergangenheit verbunden ist. Feindschaft und Hass gegen Kirche. Weil die Kirche leider missgebaut hat. Die Kirche hat im Namen Gottes gesprochen und im Namen Gottes haben sie Unrecht gemacht. Im Namen Gottes haben sie Wissenschaftler ermordet. Im Namen Gottes haben sie Gelder von den Menschen geklaut. Alles im Namen Gottes, sodass die Revolution kam. Und die Revolution leider kam nicht auf die Kirche, sondern auf die Religion Gottes. Und das ist der schlimmste Fehler, was in der Geschichte der Menschheit gemacht wurde. Du kannst nicht die Religion als verdächtig nehmen, sondern die Träger dieser Religion, die Papst von damals und die Kardinale, die euch beklaut haben und die euch als dumm gemacht haben. Komm hier, erzähle mir deine Sünde und gib ein bisschen Geld und geh. Du bist rein und sauber. Und die Leute haben das auch mitgemacht. Und deswegen die Leute haben eine Revolution gemacht und dann war ihr Motto, nein zur Religion. Und ab da wurde die Religion abgeschafft und jetzt lebt Europa eigentlich gar nicht nach Religion. Und die meisten sind Atheisten. Und eine Sache ist eingepflanzt in den Herzen der Europäer, eingepflanzt, sage ich, dass das immer Wissenschaft, Wissenschaft, Wissenschaft. Alles, was Wissenschaft beweist, okay. Aber anderes, gar nicht. Und dann ist die Wissenschaft auf einmal Gott geworden. Gott geworden. Obwohl die Wissenschaft selbst hat Allah Ta'ala gezeigt, dass diese Wissenschaft, was? Mangelhaft. Die ist schwach. Das, was euch von Wissen gegeben wurde, ist nur ein wenig, witzig klein. Und deswegen hat Allah Subhanahu wa Ta'ala uns in dem 21. Jahrhundert gezeigt, dass Allah die Wissenschaft in einer Mikrosekunde total platt macht und stilllegt. Auf der ganzen Welt. Ja? Mit einem Null. Mit einem bestimmten Code. Einen kleinen, und dann geht's alles. Wird alles getilgt. Die Wissenschaft ist immer mangelhaft. Man kann nicht Wissenschaft als unfehlbare Quelle. Denn die Wissenschaft hat uns immer damals gesagt, dass die Erde flach ist. Und jetzt ist das auf einmal rund. Die Wissenschaft hat uns immer gesagt, dass der Mensch in dem menschlichen Embryo gebildet wird, in dem Sperma, in dem Kopf von dem Sperma. Und da ist ein kleiner Menschen drin, mit Augen und allem möglich. Aber er ist klein und er wird immer, immer, immer größer, bis er geboren wird. Und das ist falsch. Von daher, wie kannst du diese Wissenschaft als Quelle nehmen? Natürlich, der Islam ist nicht gegen Wissenschaft. Die höchsten Zeiten der Wissenschaft waren in Islamzeit. Wallahi. Lasst euch bitte nicht täuschen. Denn diese paar gezählten Dutzenden Jahren, 60, 70 Jahren von, sag ich mal, westlichen führenden Ländern im Bereich Technologie, Vorsicht, du lieber Bruder, Schwester, Moslem, Vorsicht, dass du dich täuscht und sag, oh, guck mal, Internet, guck mal, ich kann Videokonferenz machen mit mehreren Personen auf einmal und dass du schwach wirst und sag, guck mal, sie führen die Welt und so. Die Führung, mein lieber Bruder, ist nicht mit diesen materialistischen Dingen, sondern die Führung ist erstmal Charaktereigenschaften, Erziehung und Familien- und sozialem Leben und Gerechtigkeit. Das ist erstmal die beste Entwicklung. Das ist die beste Entwicklung.
Und lass dich nicht täuschen, denn jeder kann neu anfangen. Jeder kann neu anfangen. Die beste Zeit war die Zeit, wo der Islam regiert hat. Wer war führend in der Astronomie außer die Araber und die Muslime? Wer war führend und wer hat überhaupt einen Periodenbruch, dass es auf einmal eine neue Welt für die Wissenschaft erschaffen wurde, außer Al-Khawarizmi, Logarithm oder Logarithmus? Der erste, der ein Codec, ein Programm gegeben hat, ist Al-Khawarizmi und er ist von Bukhara. Ja, das ist Tadschikistan, oder? Kasachistan. Von Kasachistan. Ein Muslim, Al-Khawarizmi, er hat die logarithmischen Funktion und die Exponentialfunktion erfunden. Und er hat eine neue Welt für die Wissenschaft erfunden. Dieses Null. Null. Leider brauche ich nicht zu sagen. Aber wir wollen heute die Motivation jetzt, ja, natürlich. Er hat die Null erschaffen. Und durch Null hat man zwei Welten, eine neue Welt erschaffen. Minuszahlen. Minuszahlen. Wir haben nur eine Dimension. Und dann auf einmal haben wir die zweite. Und eins nur, eins noch, meine lieben Brüder. Man hört, geh mal in Post und füll mal ein Formular aus. Bitte mit arabischen Zahlen. Bitte? Steht doch geschrieben. Mit arabischen Zahlen. Was ist arabische Zahlen? Das ist dieses 0, 1, 2. Und wer hat das gemacht, diese Zahlen? Auch die Muslime. Und das sind die arabischen Wissenschaftler. Und das ist Wallahu alam al-Khawarizmi. 0 hat keinen Winkel. Richtig oder nicht? Oder hat einen Winkel? Ha, kein Winkel. 1 hat einen Winkel. Deswegen 1. 2, zack, zack, zack. Ein Winkel von hier, ein Winkel von hier. Deswegen 2. 3, zack, 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 zack. 1, 2, 3. 4, zack, zack, zack. 3 drinnen und eine draußen. 5. Und dann rechne mal die Winkel, das sind alle 5. Und 6 auch. Und 8, das sind 2 viereckig. Also 8 Winkel. Und 9 und dann 10. Dann dazu diese 0. Und dann, das sind alle Dinge. In der Astronomie, sowie auch in der Chirurgie und Medizin, Ibn Sina. Und in Chirurgie, der Erste, der einen Bauch, einen Körper geöffnet hat mit Messer, waren die Muslime. Ich sage das, meine lieben Brüder, nicht, dass es uns gesagt wird, ach, er träumt noch, er lebt im 7. Jahrhundert und 9. Jahrhundert. Nein, ich sage, dass die Forschung und Entwicklung, es ist eine leichte Sache, wenn man nur ein bisschen sich zusammenmacht und sich organisiert, Forschungsinstitute, Entwicklungsinstitute, und dass man organisiert und Geld ausgibt und das war's. Denn das Wissen ist jetzt zugänglich. Ist zugänglich. Du kannst alle Forschungspaper kaufen und haben. Alle Entdeckungen, alle Ergebnisse, die bis heute entdeckt, kannst du haben. Kein Problem, das Wissen ist zugänglich. Was ist nicht zugänglich bei uns Muslime? Leider, unsere Führer sind nicht in der Lage. Sie sind immer Bayadik, ich sage Bayadik, kennt ihr diesen Strange? Wie heißt Strange? Lübet Strange. Schacht, Schachtspiel, das sind diese Schachteile, das sind leider sie. Sie werden einfach hier, rechts, links, du musst diese Ansage geben, du musst das. Wir konsumieren in unseren Ländern, wir sind Verbraucher geworden und keiner erlaubt uns in islamischen Ländern, dass wir forschen, dass wir uns Industrie aufbauen, dass wir Nuklearkraft auch erzeugen oder. Das ist ein Tabu für Muslime. Wallah, gestern, ich habe mich geschämt, dass sowas in einem demokratischen Land gesagt wird. Ich höre oft diese RBB. Und gestern Nacht, weil immer Samstag, Sonntag gibt es interessante Sitzungen, auf einmal öffnet ein Professor von Politikwissenschaft. Er sagt, ein Fehler, einen großen Fehler. Wenn die westlichen Länder erlauben würden, dass es ein islamischer Staat auf dieser Erde gegründet wird. Großer Fehler. Deswegen müssen wir alle Kräfte, Gelder, Kräfte, alle mögliche ausgeben, damit kein islamischer Staat gegründet wird. Was ist das? Lass doch die Menschen leben, wie sie wollen. Warum willst du deine Politik einbürgern lassen? Warum?
Jeder hat seine Kultur, seine Religion, seine Denkweise. Und so müssen die Menschen eigentlich miteinander umgehen, mit Respekt. Jetzt auf einmal, Araber wird in Schmutz und in Dreck reingelegt in einem Ort. Und man vergisst, dass die Grundlagen von der westlichen Wissenschaft ist auf arabische Grundlagen basiert. Und das sagen die Gerechten von den Europäern. Und deswegen sage ich das, nicht damit wir träumen, sondern damit ich euch sage, passt auf, liebe Brüder, materialistische Dinge sind leicht zugänglich. Ein bisschen Ordnung, ein bisschen Geld, ein bisschen Forschung, zack, zack, zack. Und darauf ein bisschen Zucker und Salz. Und dann sind wir genauso, noch mehr. Natürlich. Wir arbeiten.